Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zurzeit ist ja jeder im EM-Fieber, ich natürlich auch. Darum möchte ich heute einen EM-Look kreieren. Ihr könnt diesen Look natürlich in den Landesfarben eurer Wahl schminken. Ich habe mich für Portugal entschieden, mein Heimatland. Und wie ihr diesen Look schminken könnt, zeige ich euch jetzt. Ich habe mein Gesicht schon vorbereitet und benutze von Benefit diesen Primer. Das Ganze verblende ich mit dem Beauty Blender. Aus dieser großen Palette benutze ich einen hellen Braunton und gebe diese Farbe über das ganze Lid. Diese Palette habe ich mal bei Amazon bestellt, falls ich die noch finde, verlinke ich euch die in der Infobox. Nun können wir mit den Landesfarben anfangen. Dafür benutze ich diesen Rotton und gebe den nur vorne auf mein Lid und achte darauf, dass ich nicht über die Lidfalte gehe. Nun nehme ich dieses Grün und gebe das auf den äußeren Rand meines Auges. Mit einem anderen Pinsel gebe ich dieses Gelb genau in die Mitte und achte darauf, dass die ganzen Farben schön miteinander verblendet werden. Um dem Auge noch etwas Tiefe zu verleihen, nehme ich mir ein dunkles Braun und gebe das auf den äußeren Rand meines Auges und gehe auch damit in die Lidfalte. Achtet darauf, dass ihr die Farben immer schön miteinander verblendet. Nehmt euch Zeit, denn das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Mit einem dünneren Pinsel gehe ich nochmal in das Braun und vertiefe das Ganze noch in die Lidfalte. Nehmt euch wirklich schön Zeit mit dem Verblenden, damit wirklich keine harten Ränder entstehen und die Farben schön miteinander verlaufen. Um es noch etwas intensiver zu machen, gehe ich nochmals mit dem Grün, dem Rot und dem Gelb darüber. Wiederholt die einzelnen Schritte, bis ihr wirklich zufrieden seid mit eurem Look. Ich habe noch schnell das zweite Auge geschminkt und gehe jetzt mit diesem hellen Ton unter die Augenbraue, um das Ganze noch etwas aufzuhellen. Um den Look noch intensiver zu machen, gebe ich mir auf die Wasserlinie noch diesen braunen Kajalstift und verblende das Ganze mit einem sehr schmalen Pinsel. Jetzt kommen wir wieder zu unseren Landesfarben. Dafür nehmen wir einen ganz, ganz schmalen Pinsel und tupfen die auf die untere Wasserlinie. Ich habe hier wieder Grün, Rot und Gelb genommen. In der Zwischenzeit habe ich mir noch meinen Concealer und mein Make-up aufgetragen. Um den Look noch glamouröser und intensiver zu machen, habe ich mir noch falsche Wimpern aufgeklebt. Die sind von MAC Cosmetics und sie sind super schön natürlich und haben einfach das gewisse Etwas. Nun kommen wir aber auch schon zu unserem Highlighter. Wahrscheinlich habt ihr auf YouTube, Instagram und Facebook schon von dem Rainbow Highlighter gehört. Alle schwärmen darüber und finden den super toll. Ich habe den hier abgewandelt mit den Landesfarben. Dafür verwende ich wieder Rot, Grün und Gelb, gebe mir das wie gewünscht auf die Wangen und gehe dann noch mit dem Highlighter darüber. Natürlich könnt ihr es auch das Ganze vorher noch zusammenmischen, wie man es von den ganzen DIYs kennt, aber ich wollte das Ganze schon direkt auf die Haut auftragen. Als Highlighter habe ich hier eins von Kiko genommen und gebe dann das Ganze mit einem großen Pinsel auf die Wangen. So sieht
sieht unser fertiger Look aus. Ich habe noch etwas Lippenstift aufgetragen und mein Portugal-Trikot angezogen und bin parat für die Fanmeile. Natürlich drücke ich jeder Mannschaft die Daumen, aber am meisten natürlich meinem Heimatland. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal.